So, jetzt beim Ufer waren wir schon, beim Zirkus waren wir schon. Jetzt gehen wir mal in die Höhle und ja, gucken uns doch mal. Das ist eine schöne Höhle. Die ist sehr höhlig auf jeden Fall. So, jetzt aber, was können wir denn hier alles machen? Hier haben wir ein Totem. So, das gucken wir uns doch mal an. Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein, wohl eher eine Opferstelle. Okay. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Ich habe es mir zur Regel, es Okay. reicht schon. Ja, okay. Na gut. Oh, eine Schüssel. Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Können wir die mitnehmen? Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Können wir die tote Ich Figur habe es mir mitnehmen? zu. Es reicht. Ja, okay. Da spuck ich lieber. Ich will nicht noch eine Gottheit erzürnen. Aus irgendeinem Grunde scheinen die Uni. Okay, aber das sieht wahrscheinlich diese Schüssel für so ein, für Harz zum Beispiel sein. Das andere ist nur ein Totem. Dann gehen wir mal in die Höhle rein. Okay, hier ist ein Spinnennetz. Hier ist aber einiges. Okay, hier Die ist ein Natur bringt Pilz. die wunderlichsten Arten hervor, und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Ich bin nicht hier, um Das Pilze sind zu nur sammeln, und Pflanzen. diese dort schon gar nicht. Warum? Was hast du gegen die Pilze? Okay. Hier ist noch ein Pilz, da ist noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Das ist ein Spinnennetz. Okay, das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren, dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist, ohne eine entsprechende Spinne. Ja, Waren wir kaputt. natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen, aber ich habe da diesen Splitter im Finger und das Netz sieht wirklich stark aus und es hat vor allem nichts mit meiner Spinnenphobie zu tun. Oh, eine Frische Spinnenweben Spinnenphobie. zu essen soll gesund sein, aber ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du. Ich kann Wir die mich irren, Schildkröte aber da eigentlich reinwerfen? glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Okay, vielleicht die andere Schüssel vorne. Also wo diese Schüssel war, dass wir da vielleicht die Schildkröte reinlegen oder so. Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem ich meine Sachen wahllos fremden Gottheiten opfere. Das habe ich oft genug ausprobiert. Du bist immer so negativ. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, dann nochmal den Der Entwicklerkommentar. Höhleneingang. Ja. Lange Zeit wussten wir nicht, was wir hier für ein Rätsel hinbauen. Und wir wissen es immer noch nicht. Genau. Wer hat's gemacht? Pade. Richtig. Übrigens, genau solche Figuren stehen auch in Norderstedter Stadtwald. Nein, das stimmt nicht. Das ist leider gelogen. Aber wusstet ihr, dass 2011 Landesgartenschau in Norderstedt war? Das wusstest du nicht, ne? Nee, Du wusste bist ich früher nicht. weggezogen. Ja, weil ich mir immer 2011 warst du dachte. schon gar nicht mehr da. Ja, ich habe damals, noch vor der Gründung von The Delic, habe ich schon eine Internetseite gestaltet zur Landesgartenschau Echt? in Ach ja, du Norderstedt. hast ja mal Webdesign Ich gemacht. habe Webdesign gemacht, ja, ich war Webdesigner. Da erfährt man alles über Landesgartenschauen und nee, aber zurück zum Screen. Die kommt ja noch. Ach so. Ja. Das hast du noch in Weiß. der Hinterhand quasi. Okay, Natürlich. alles klar. Niemand hat es bisher. Das war eine Vorankündigung für Whispered World 2. Di, 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 di. Okay. Ja. Natürlich. Okay. Dann gehen wir mal in die Höhle. Hören uns hier auch nochmal vielleicht den Entwicklerkommentar an. Furzpilze. Furzpilzraum. Also gerade beim Thema Furzpilze könnte ich sehr viel über Norderstedt erzählen, ne? Aber ich glaube, wir lassen es an dieser Stelle und erzählen tatsächlich was über diesen Raum und über die Furzpilze, weil da gibt es bestimmt eine sehr spannende Anekdote. Ein Brückenschlag sozusagen. Ja, fällt er dir rein? Ja, ich meine, du wirst dir doch was bei Furzpilzen gedacht haben. Du hast jetzt ja nicht nur Furzpilze deswegen in dein Spiel reingemacht, weil
Du dachtest, dass das eine lustige Idee ist. Ja, sondern doch, das, genau, daher kam das. Irgendwie jemand hat gefurzt und dann, oh, mach ich doch Pilze draus. Nein, Quatsch. Ist das der Erste? Du hast dir nichts dabei gedacht? Ich dachte die ganze Zeit über, da steht, wer weiß, was für eine Metapher dahinter, aber du hast dir nichts dabei gedacht? Dass muss du ich das jetzt erzählen? Ich möchte schon irgendwie das, du kannst doch nicht einfach einen Braum voller Furzpilze machen, dann hast du überhaupt nichts dabei gedacht bei den Furzpilzen. Ja, ich habe natürlich an den zweiten Teil gedacht, da wird das Ganze aufgelöst, aber ich kann das jetzt ja nicht erzählen. Nee, okay, nee, das verständlich. Das, Furzpilze, ja. Meine Damen und Herren, Furzpilze. Okay, Furzpilze. Ja gut, hätten wir auch also einen Namen für diese schönen Pilze? Gut, so jetzt waren wir auf jedem Screen einmal, beziehungsweise auf den neuen Screens natürlich. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir irgendwie mal eine Lösung bekommen. Wir gehen mal zurück zum Zirkus und gucken einfach mal, was man hier machen kann. Ob man hier vielleicht noch irgendwas machen kann. Ich glaube, bei dem Opa im Wohnwagen, da ging nix. Ja. Vielleicht bei den Ruinen jetzt irgendwas. Wobei wir haben ja kein neues Item oder so irgendwie aufgesammelt. Bis auf die Schildkröte. Wobei ich bei der Schildkröte nicht unbedingt weiß, was ich damit zum Beispiel tun soll. Ich kombiniere jetzt mal mit dem Baum. Ich kann genauso gut klettern wie eine Schildkröte. Gar nicht. Oh. Okay, nein, das Loch ist verstopft und das ist gut so. Okay, das ist also gut so. Ja, sonst haben wir aber auch wirklich nur das Harz, wofür wir eine Schüssel brauchen. Oder ein Gefäß. Ein besseres Gefäß, wie er so schön gesagt hat. Ich meine, hier ist ein Gefäß. Aber hier dürfen wir ja nichts machen, beziehungsweise hier will er ja nichts machen, weil er will ja nicht die Totenruhe oder sowas stören. Und hier, ja gut, weiß nicht, können wir mit der Grete so ein Pilzbrot machen? Sie stinken schlimmer als alter Fisch. Sie stinken Okay, können wir die Schildkröte machen? Ich komme den Dingern lieber nicht zu nahe. Ich will nicht, dass alle meine Sachen nach Stinksporen riechen. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Ach Quatsch, sei doch nicht so. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Doch klar. Können wir das hier die vielleicht. Die Statue einer machen? Schildkröte. Warum der Künstler sich gerade für die. Okay. Bobby muss einen ziemlichen Hunger gehabt haben. Jo. Ein dürftiger Kescher für einen dürftigen Clown. Passt doch. No. Aber achso, den Moos hat er ja, das Moos hat er ja abgemacht mit ach, guck an. Da haben wir ja noch, ich wollte sagen, wir hatten doch viel mehr schon eingesammelt. Guck an, wir haben eine Schaufel und ein Gebiss. Also dann gehen wir doch mal jetzt mal ganz, ganz fix zurück zu dem Baum. Und ja, versuchen einfach mal. Okay, geht nicht? Haben die aber gelogen? Können wir mit dem Spaten vielleicht das Harz abmachen? Damit kriege ich, ich würde mir nur die. Ich bräuchte eine. Okay, dann halt Gefäß. Hier ist ein Gebiss. Was ist nochmal der Zettel? Ach ja, genau. Was wir zu tun haben. Ja, hier ist eine Schaufel. Kriegen wir vielleicht mit der. Nein. Können wir vielleicht mit der Schaufel dieses Gestrüpp ab? Dass wir das da kaputt hauen mit oder so? Hier brauchen wir ja noch einen Schlüssel für. Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten. Eine Heckenschere wäre hier eher angebracht. Ja. Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren. Unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben. Können wir diese Statue ist unberührt und das soll. Ja gut, okay.
Okay, also eine Heckenschere brauchen wir, sagt er. Für das Gebüsch. Gut. Hat mich also nicht unbedingt weitergebracht, das Ganze hier. Hier können wir wahrscheinlich auch nichts anrichten mit einer Schaufel oder so. Ich glaube, das... Ich habe es mir zur Regel gemacht. Es reicht schon, wenn mich mein eigener... Genau. Okay. Wenn dich dein eigener Gott hast, quer mit dem Gebiss... Ich werde meine Probleme... Das habe ich oft genug ausprobiert. Na gut. Okay. Tja. Gute Frage, nächste Frage. Ufer können wir auch wenig machen. Hier im Zirkus. Tja. Können wir den Kescher ihn vielleicht über die Rübe ziehen oder so? Was willst du denn damit? Fische fangen? Nun ja. Dann hast du deinen Kanonenkugeltrick wohl schon zu Ende geprobt, oder wie? Nicht direkt, aber... Und warum nicht? Ist ja schon gut, Ben. Ich weiß gar nicht, wo die Kanone ist, mit der ich das proben sollte, aber ich würde es gerne mal sehen, ehrlich gesagt. Ah, hier, ich schmeiß dir das Gebiss in dein Gesicht. Ist das etwa Opas Gebiss? Leg das sofort wieder zurück. Oder willst du, dass es in Zukunft nur noch Suppe gibt? Okay. Ja. Kriege ich hier drin vielleicht eine Schüssel? Dass ich, aber das hätte ich ja auch schon gesehen eigentlich. Hier ist es nicht. Das ist alles nicht. Okay. Ja. Der Baum. Okay, wir brauchen also wirklich dieses komische Harz. Aber auch mit dem Gebiss komme ich da ja auch nicht weiter. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber erst einmal müsste ich das Harz vom Baum abbekommen. Mist. Okay, also ich brauche so eine Schüssel, um... um das Harz abzubekommen. Schüssel ist ja... bei den Ruinen. Ist ja eine Schüssel. Aber die will er nicht nehmen. Der Sack. Die will er ja... Ach Quatsch, bei der Höhle ist eine Schüssel. Aber die hier will er ja nicht nehmen. Die ist ja einfach da. Mit der will er ja nichts machen. Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Ja, aber was... Aber was für Opfergaben? Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein, wohl eher eine Opferstelle. Ja, nur was tun wir dran? Können wir vielleicht unseren Zettel da? Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem ich meine Sachen wahllos fremden Gottheiten opfere. Das habe ich oft genug ausprobiert. Schade. Vielleicht Na gut, na gut. Okay. Ja, okay. Eine Schildkröte haben wir hier. Können wir damit vielleicht irgendwas am Ufer machen? Für die Schildkröte in den See versenken? Das ist keine Wasserschildkröte. Die ist ja nicht einmal echt. Ach. So eng darfst du es nicht sehen. Okay, ich sollte die Sachen, die ich mit... Ich will ungern an einer Blasenentzündung sterben. Okay. Ja. Das ist ein Baum. Da sind diese Ruinen. Da könnt ihr auch nichts machen. Ach, ey. Irgendwas muss man doch hier machen können. Schaufel mit dem Baum. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Ach, sei doch nicht so geknickt. Okay, also das Gebiss mit dem Harz würde ja wohl angeblich funktionieren. Kann ich vielleicht das Gestrüpp mit den Zähnen zerbeißen? Ist das nicht sowas wie eine Heckenschere? Ich schleppe so viele Sachen mit mir rum, aber ich habe scheinbar nichts, was mir hilft, hier durchzukommen. Oh. Okay. Scheint, Ich glaube, Sie haben gerade gegessen. Man sieht es am Eigelb in den Zahnzwischenräumen. Lecker.
Okay, hier ist eine Statue, aber da habe ich jetzt auch nichts. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht mehr. Ja. Tja. Machen wir denn jetzt? Ich habe gerade keine Ahnung. Was ich tun könnte. Oder hier ist so ein Baum. Derjenige von euch, oder du als Zuschauer, wenn du auch Night of the Rabbit gesehen hast. Es kommt oft vor, dass ich nicht mehr weiter weiß. Sehr oft sogar. Und ich stehe sehr oft auf dem Schlauch. Bisher habe ich noch irgendwie alles geschafft, irgendwie zu lösen. Aber ich stehe sehr oft auf dem Schlauch. Also wundere dich nicht, wenn ich 5000 Mal an der Lösung vorbeilaufe. Das ist leider so. Können wir die Schildkröte Opas in den Kessel werfen? Opas ist grauenvoll. Ich hab's ihm gesagt. Er meinte, ich esse auch viel zu langsam. Aber ich finde nun mal, solange die Suppe versucht wegzulaufen, ist sie einfach noch nicht fertig. Da sind offenbar Gräte schon werden? Genug Gräten drin. Schade. So ein bräuchte Opa auch. Dann müsste er nicht immer so lange warten, bis die Fische von alleine an die Wasseroberfläche treiben. Ja, komm, ja. Wie wär's denn, wenn wir ihm den geben? So. Dann geben wir ihm jetzt einfach den Kescher. Hier, Opa, habt ihr was gebastelt? Aber Junge, heute ist doch kein Fischtag. Wir warten immer bis Sonntag. Da bekommt man ihn auf dem Fischmarkt quasi nachgeworfen. Okay. Hat er vielleicht noch irgendwelche Informationen? Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drück dir der Hut. Sag mal, Opa. Ha, frag mich ruhig. So viel, wie du nur tragen kannst. Okay. Was weißt du über die Askil? Ich kenne nur Gerüchte über die Askil. Fest steht, dass es sich um eine boshafte Horde aus abscheulichen Monstern handelt. Sie wohnen im Untergrund, in Höhlen und in tiefen Schluchten. Sie hassen das Sonnenlicht. Ihr Anführer heißt Luko. Er ist ein kaltblütiger Feldherr. Man erzählt sich, dass er dem König den Krieg erklärt hat. Aber das kann auch nur Geschwätz sein. Das ist alles nur Geschwätz. Mach dem Kleinen doch keine Angst. Die Askil sind nichts weiter als ein Schauermärchen. Na und? Meine ganze Ehe war ein Schauermärchen und daraus ist immerhin euer Vater hervorgegangen. Wenn ich es recht bedenke... Eure Großmutter könnte auch ein Askil gewesen sein. Kaltherzig genug war sie. Und der Name Gilsa ist sogar ein Anagramm. Wenn man die Buchstaben anders sortiert, dann heißt es Askil. Aber Opa, Oma hieß doch gar nicht Gilsa. Sie hieß Ilsa. Und warum habe ich mir dann Gilsa auf den Hintern tätowieren lassen? Ich nehme an, du hattest zu viel getrunken. Ach, stimmt. Nüchtern wäre ich bestimmt nie auf die Idee gekommen. Im Tätowierladen zu heiraten. Ja, weißt du hätten was? Wir doch die Hochzeit von euch auch schon mal geplant. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Bis später. Kopf hoch, okay. Ben. Ja. Tja. Es ist mal wieder einer dieser Tage. Oder einer dieser Momente. Wo ich einfach nicht weiter weiß. Wir schauen uns jetzt einfach nochmal wirklich Frame für Frame wirklich die Sachen an. Hier steht die Zunge, das Loch. Das königliche Wappen. Hat vielleicht der Bobby irgendwie ein Siegel oder so dabei?